Delta Oscar in Ihrer Position an Halle 2, eine Person. Es geht raus zu einem Lokalflug, bitte Rollinformation. Das ist 04, der Wind aktuell aus 060 mit 5 Knoten, das QNH 1025. Delta Oscar in Ihrer QNH 1025 und die Piste 04, danke. So, dann rollen wir mal zur Piste 04, weil es da so schön ist. So, blablabla, das haben wir alles geregelt. Parkbremse, jo, Magnetcheck, Benzinpumpe ein, Flaps, Stufe 1, Trimmung, Ruderprobe, links, rechts, und Ölruder, jawohl. Zylinderkopftemperatur ist am Start, Öltemperatur ist am Start, Transponder auf Altitude und wir sind ready to go. Der Dauskenia rollt auf die Piste 04 und startet. Wind aus 069 mit 6. Okay, 060 mit 6, das ist ja heute mal richtig angenehm hier in Oerlinghausen, sonst haben wir das nie, sowas Schönes. So, Segelflug ist kalm, das heißt wir können los. Ausgang hier verlässt die Station in Richtung Nordosten. Und tschüss, guten Flug, bis später Abend. Jo, bis dann. Ja Leute, nach diesem wunderschönen Startlauf über die Piste 04 und den Teutoburger Wald begrüße ich euch zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Heute soll es mal um ganz einfache Kost gehen. Zum Einstieg, wir sind ja mal wieder am Fliegen hier. Das ist wunderbar. Ich freue mich richtig, habe richtig Bock. Und ja, es soll heute darum gehen, wie man denn den Einstieg in die Fliegerei findet und was man da so am besten macht. Und da wird einem ja immer so ein Schnupperflug vorgeschlagen. Und so einen Schnupperflug möchte ich mal imaginär mit euch abfliegen. Zeigt euch einfach mal, worauf es da quasi ankommt und was wir da so machen. Wir starten beim Schnupperflug eigentlich immer damit, dass wir erstmal eine richtig gründliche Bodeneinweisung machen. Das fängt an mit dem Verhalten auf dem Flugplatz. Wie verhält man sich auf einem Flugplatz? Wie geht man Gefahren aus dem Weg? Woran erkennt man Gefahren? Dann schreiten wir aber ziemlich schnell schon zum Flugzeug. Und es gibt nichts Besseres, als Theorie in der Praxis zu erklären. Das heißt, wir gehen mit den Interessenten direkt ans Flugzeug und machen dort den Rundgang um die FK9. Wer sich die FK9, die wir hier in der Schulung benutzen, mal etwas genauer angucken möchte, der kann sich mal dieses Video hier oben anschauen. Da verlinke ich euch gerne mal den Rundgang um die FK9. Was wir dann auf jeden Fall machen, ist ein sehr ausführlicher Außencheck. Das heißt, dass wir den Außencheck natürlich nach Checkliste abarbeiten. Wir gehen einmal ums Flugzeug und dabei erkläre ich so Dinge wie Ruder, Klappen, Leitwerk, auch Tragflächen und so weiter, also wie das Ganze überhaupt funktioniert und was so ein Ruderausschlag überhaupt mit dem Flugzeug anstellt. Dann gucken wir uns natürlich auch einmal das Triebwerk an, da erkläre ich die gröbsten Dinge, die man da so sieht, und wir kontrollieren dann natürlich auch gemeinsam die Flüssigkeiten wie Öl, Kühlflüssigkeit und Treibstoffmenge. Danach setzen wir uns dann in das Cockpit und erklären dann einfach mal, was in diesem Cockpit überhaupt alles vorzufinden ist. Denn wenn man da so als Fußgänger, so nennen wir ja die Nichtflieger, reingeht, dann findet man erstmal einfach nur einen Haufen an Uhren und weiß im Prinzip erstmal, es sei denn, man war schon mal im Flugsimulator unterwegs, gar nichts damit anzufangen. Und das ist natürlich eine ganze Menge und das erklären wir auch sehr ausführlich. Wer sich dafür interessiert, wie dieses Cockpit aufgebaut ist und was diese einzelnen Schalter, Hebel und Instrumente für eine Aufgabe haben, der kann sich mal dieses Video hier oben anschauen. Da erkläre ich das komplette Cockpit mit jedem Instrument einzeln, das sich in dieser FK9 Mark IV befindet. Dann kramen wir als allererstes diese schöne Checkliste raus und lassen das Flugzeug tatsächlich nach Checkliste an. Das heißt, ich sitze als Lehrer daneben, habe die Checkliste, lese die laut vor und
zeige dem Interessenten, was zu machen ist und lasse ihn das auch machen. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt den Schalter Main auf On, dann zeige ich ihm den Schalter, dass das der hier ist, und dann sage ich ihm, dann drehe mal den Schlüssel auf On. Danach rollen wir dann zur Piste, das ist eigentlich immer der erste amüsante Punkt, der so passiert, weil das Rollen zur Piste für Fußgänger nicht gerade simpel ist, denn die rollen da in absoluten Schlangenlinien hin, weil sie sich umgewöhnen müssen, dass man mit den Füßen die Richtung bestimmt. Eigentlich hat man im Auto ja so ein Lenkrad und mit den Füßen machst du nur Gas, Bremse, gegebenenfalls Kupplung. Und im Flieger ist das was ganz anderes, da kommen immer so ganz lustige Sachen zustande, das ist dann eigentlich immer so ein kleiner Slalom-Ritt bis zur Piste. Aber das Witzige daran ist, wenn sich diese Interessenten dann für eine Ausbildung entscheiden und bei uns die Ausbildung beispielsweise starten, dann ist das direkt in der Flugstunde danach absolut passé. Da manövrieren die den Flieger schnurgerade zur Piste. Das ist nur in der ersten Stunde, aber das ist echt lustig und witzig zu beobachten, wie schwierig die Leute es da haben und manchmal versuchen, mit dem Knüppel das Flugzeug in irgendeine Richtung zu bewegen, und das geht dann halt natürlich nicht. Danach folgt dann der Start, den führe ich als Lehrer meistens auch vollständig durch. Ich sage dem Schüler allerdings, dass er an den Knüppel mit anfassen soll, um schon mal zu spüren, was ich mache, und ich erkläre das dann ja auch. Insbesondere sowas wie schnelle Entlastung des Bugrads, Balancieren des Fliegers auf dem Hauptfahrwerk bis zum Abheben, nach dem Abheben leichtes Nachdrücken, um Geschwindigkeit aufzunehmen, mit dem Seitenruder dem Propellerdrehmoment entgegenwirken, gegebenenfalls auch Seitenwind mit dem Seitenruder und dem Querruder entgegenwirken. Und der Schüler soll einfach nur beobachten. Denn wenn er das selber machen müsste, wäre er wahrscheinlich viel zu überfordert und würde wesentlich weniger davon mitbekommen. Deswegen, der Schüler darf mitfühlen, mitspüren, ich erkläre, und er soll nur lauschen und den Start einfach ganz schlicht genießen. Dann sind wir irgendwann im Steigflug. Den Steigflug übernehme ich dann meistens auch. Da trimme ich die Maschine dann so, dass sie so circa mit 120 km/h steigt. Das machen wir eigentlich bis zur Sicherheitshöhe, die ich selbst definiere. Da fahre ich dann langsam halt die Klappen ein, mache die Benzinpumpe aus und lasse die Nase etwas kommen, damit wir etwas mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Und nach diesem Moment sage ich dem Schüler dann auch so, pass auf, dein Flugzeug, nimm mal den Steuerknüppel in die Hand und versuch mal einfach diesen Steuerkurs zu halten und so zu steigen, wie wir das gerade machen. Er soll sich dann das Horizontbild einprägen und versuchen, das irgendwie zu halten. Dann geht es für den Schüler irgendwann zur ersten Aufgabe, die da bedeutet, wir nehmen das Gas so ein bisschen raus und gehen in den Horizontalflug. Das heißt, wir müssen unseren Anstellwinkel verändern und wollen in den Horizontalflug, sozusagen in den Geradeausflug gehen. Wir steigen jetzt zum Beispiel mal so mit dem Gas, was so anliegt. Dann ist es irgendwann so der Fall, dass ich dann sage, so, jetzt gehen wir mal hier in den Horizontalflug und ich nehme dafür mal das Gas raus und wir lassen den Knüppel mal ganz leicht kommen, und dann merkt man auch schon, ah ja, die Nase will runter, und dann soll der Schüler das erstmal so halten, die Nase, und dieses Horizontbild, das soll er sich einprägen. Hier in der FK9 ist es meistens so, dass man von der Sitzposition aus sagt, man legt hier die Hand hin und eine Handbreit darüber ist der Horizont. Das heißt, der Horizont streift aus meiner Sicht über meine Handfläche. Und das ist dann das korrekte Horizontbild, was wir dann in etwa haben. Und das ist für den Interessenten bzw. den Schüler erstmal ganz wichtig, dass er das Horizontbild kennenlernt. Es ist scheißegal, was die Instrumente sagen. Einfach rausgucken und das Horizontbild abchecken. Und einprägen und versuchen, dieses Horizontbild zu halten. So, und je nachdem, wie gut der Schüler das dann macht, dann sage ich ihm auch, ey, weißt du was, du brauchst gar nicht hier so doll drücken an dem Knüppel. Hier unten ist ein Trimhebel, den kannst du ja mal bedienen. Und dann hat der Schüler am Anfang hier den Druck auf dem Knüppel, man merkt das dann an den Fingern. Und ich sage ihm dann immer, dass er die Trimmung einfach so weit vorschiebt, bis dieser Druck am Knüppel in Gänze weg ist. Der ist dann einfach nicht mehr da. Und dann hat er das Flugzeug weitestgehend ausgetrimmt. Dann kommt die nächste Aufgabe, und zwar sage ich dem Schüler dann, pass mal auf, zieh mal das Gas ein bisschen raus, zieh das mal einfach auf, jetzt haben wir 4100 Touren gerade drin, zieh das mal einfach auf 3000 Touren raus. So, dann macht der Schüler das. Und er zieht das raus. Die gehen da immer sehr zaghaft ran, da muss man meistens noch sagen, mach mal ein bisschen doller. So, und dann merkt man ja, was passiert. Es senkt die Nase und sinkt. Und zwar ziemlich deutlich gerade, weil wir es ja für den gerade Ausflug und für die 4100 Touren, also einen bestimmten Energieinput, getrimmt haben. Dieser Energieinput ist jetzt allerdings weg. Und durch den Energieerhaltungssatz muss die Energie irgendwo hergeholt werden, und diese wird nun
der Höhe, die man hat, zum Opfer fallen. Also liegt quasi dieselbe Energie an, nur dass diese anders erzeugt wird, und zwar durch das Abbauen von Höhe und nicht durch das Zuführen von Energie durch den Motor. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt, den der Schüler lernen muss. Und dann sage ich ihm wieder so, dann schieb mal rein, einfach nur wieder 4100 Umdrehungen. Und zack, sieht man auch schon, jo, wie cool ist das denn? Das Ding hebt selbstständig die Nase und wir sind wieder in unserem Reiseflug. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Lerneffekt für den Schüler, denn der hat jetzt gelernt, alles klar, wenn ich das Gas rausnehme, geht es nach unten. Wenn ich das Gas drin lasse, dann halte ich die Höhe, und wenn ich mehr Gas gebe, dann passiert nämlich genau das Gegenteil, dann steigt das Flugzeug, wie man hier auch sieht. Und das ist das Wichtigste mit, was der Schüler über den Gashebel hier lernen muss. Denn wir steuern die Höhe nicht über den Knüppel, sondern wir steuern die Höhe tatsächlich über den Gashebel. Was ich dann als Aufgabe mache, ist es, Autobahnen zu folgen. Denn Autobahnen sind ja extra dafür gebaut, dass sie schnell befahrbar sind. Das heißt, sie haben so ganz sachte Kurven, ganz leicht nur. Und dann sage ich dem Schüler, da unten links ist ein Autobahnkreuz. Ihr seht das jetzt auch wahrscheinlich alle. Das müsste das Autobahnkreuz von, also es ist kein Autobahnkreuz, glaube ich, aber das ist die Abfahrt von Reda-Wiedenbrück. Und da fliegen wir jetzt mal hin. Und dann sage ich ihm, hier, pass mal auf, guck dir das mal an und mach mal eine ganz, ganz sachte Kurve nach links und flieg das Autobahnkreuz mal so an, dass du es danach in deinem linken Fenster neben dir hast. So, und dann hat der Schüler ja irgendwann dieses Autobahnkreuz neben sich. Da unten ist es. Und dann fliegen wir eine etwas krassere Kurve. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier Kunstflug machen. Sowas würde ich niemals machen in einer ersten Flugstunde. In einer ersten Flugstunde wird alles so sachte wie möglich gemacht. Ganz sachte, ganz friedlich. Wir biegen jetzt mit der Autobahn ab nach links und du folgst dieser Autobahn so, dass sie immer auf deiner linken Seite bleibt. Das heißt, du machst jetzt eine Kurve um dieses Autobahnkreuz rum, wieder ganz sachte, 15 Grad, 20 Grad Querneigung vielleicht, so wie jetzt im Prinzip. Das hält man natürlich, versucht die Kurve möglichst sauber zu fliegen mit dem Seitenruder. Und dann kann der Flugschüler sich einfach mal so ein bisschen, ja, an das Flugzeug gewöhnen. Er kann zum Beispiel mal eine kleine Kurve nach rechts machen und dabei sage ich ihm dann immer, dass er das Horizontbild schön halten soll. Dann soll er mal wieder eine kleine Kurve nach links machen. Und auch das soll er wieder versuchen, zur Autobahn hinzubekommen und diese Kurve dann auch wieder entsprechend auszuleiten. So, und irgendwann fängt man mal an und gibt ihm die nächste Aufgabe und sagt ihm, da unten ist er jetzt, Gütersloh. Und jetzt versucht das doch mal schön zu umkreisen. Und zwar mit einer richtig knackigen Kurve. Das heißt, die Kurve, die soll auch mal richtig schön mit Querneigung stattfinden. Nicht zu viel, ne? Also wir machen hier keine Steilkurven. Wir machen auch keine 45 Grad Querneigung oder sowas, sondern wir machen 30 Grad Querneigung maximal. Nur wenn es dem Schüler gut geht. Und dabei geht es einfach nur darum, eine möglichst saubere Kurve mit angenehmer Schräglage zu fliegen. Das heißt, man merkt im Prinzip gar nicht, dass man in den Sitz gedrückt wird oder sowas. Da ist noch gar nichts passiert. Und wir haben einfach nur eine angenehme Schräglage und die soll er einfach nur sauber fliegen. Es geht insbesondere darum, um das Ding hier, dass er ja eine schön saubere Kurve fliegt mit gleichbleibender Querneigung. Er soll nicht so machen und dann so und dann mal wieder so und irgendwie so und keine Ahnung, sondern schön sauber in der Querneigung bleiben und mit dem Seitenruder entsprechend ausgleichen. Und wenn man diese Kurve dann geflogen hat, dann wieder langsam ausleiten und in den Geradeausflug gehen. Wenn der Schüler dann noch Kapazitäten hat, dann sage ich ihm zum Beispiel, weißt du was, ich habe noch eine coole Aufgabe für dich. Ich weiß ganz genau, dass hinter uns eine Autobahn ist. Mach doch mal eine 180-Grad-Kurve und flieg mal auf die Autobahn zu. Und wenn du die erreicht hast, dann machst du eine Linkskurve und folgst der Autobahn. Also man gibt quasi eine kleine Aufgabe. Und dann sage ich immer, nimm die Querneigung, die angenehm für dich ist. Du kannst auch gerne ein bisschen mehr Querneigung nehmen, je nachdem, wie du möchtest. Hauptsache, die Kurve wird sauber geflogen. Das ist das Wichtigste. Während wir dann zur Autobahn fliegen, zeige ich dem Schüler mal, wie sich dieses Flugzeug generell mit dem Druck quasi an den Rudern verhält. Denn wir sind ja jetzt mit ungefähr also 180 km/h hier unterwegs. Das heißt, wir haben richtig schönen, straffen Druck an den Rudern. Wenn man hier was macht, dann passiert auch richtig was. Ne? Also hier geht es richtig vorwärts. Wir brauchen nur ganz, ganz kleine Steuereingaben, damit hier irgendwas passiert im Sinne von Richtungsänderung. Wenn man jetzt aber das Gas mal rauszieht und mal sagt, wir verringern die Geschwindigkeit jetzt mal richtig drastisch, da kann man schon mal gucken, ah ja, okay, das Ding, das wird viel träger, das ist gar nicht mehr so agil, also es ist gar nicht mehr so wie vorher und es ist richtig, richtig träge geworden. Und das ist wichtig, dass man dem Schüler halt einfach zeigt, fliegst du schnell, sind die Ruder sehr, sehr wirksam, fliegst du langsam,
sind die Ruder weniger wirksam. Also ich ziehe dann meistens nochmal so ein bisschen mehr. Hier machen wir nochmal die Flaps rein auf Stufe 1 und jetzt fliegen wir echt mal nur so mit 100 km/h hier so rum. Und dann merkst du schon, dass der Ruderweg richtig lang wird, ne? Also richtig langer Ruderweg. Vorher mussten wir nur hier so ein ganz kleines bisschen und jetzt schon so, jo, jetzt müssen wir aber richtig drehen halt, ne? Also es ist dann schon viel, viel extremer. So, und dann sagen wir mal, machen wir noch Klappen Stufe 2, weil wir jetzt schon bei 100 km/h ungefähr sind. Und dann merkt man natürlich, uiuiui, da ist ja, wenn ich bewege, da passiert ja fast gar nichts mehr. Und das ist halt der Lerneffekt, den wir da haben wollen. Und zwar einfach, dass die Ruder mit abnehmender Geschwindigkeit wesentlich weniger effektiv sind als mit zunehmender oder hoher Geschwindigkeit. Je nach Talent, das kommt immer drauf an. Der eine hat so viel Kapazität für Neues, andere haben etwas weniger Kapazität für Neues. Das ist absolut unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Deswegen kannst du nicht jeden Schüler gleich behandeln, sondern du entscheidest das als Lehrer natürlich auch fortwährend, ne, während der ganzen Stunde. Und dann gibst du auch immer mehr Aufgaben. Du sagst dann zum Beispiel mal, weißt du was, hier mach doch mal das Gas selber oder halt mal die Höhe dabei. Oder es wäre super, wenn ich dir jetzt 2-3 Punkte sage, du fliegst die an und wir haben danach genau 3300 Fuß immer noch, dass sich da nichts dran ändert. Du kannst das Gas benutzen, um zu steigen, du kannst das Gas herausziehen, um zu sinken. Dann guckst du einfach mal, wie überfordert so ein Schüler damit ist oder aber auch, wie gut er damit umgehen kann. Es gibt auch Schüler, die machen das von Anfang an sehr, sehr gut und instinktiv sogar. Ansonsten machst du so ganz einfache Sachen. Dann folgst du wirklich nur einer Autobahn und fliegst nicht zickzack, sondern ganz, ganz einfach und locker weg. Diese ganzen Übungen, die machst du natürlich, bis du merkst, dass der Schüler so langsam kaputt wird. Aber meistens ist das so nach einer Dreiviertelstunde der Fall und dann gehst du auch über in den Anflug. Und den Anflug, den macht man mit dem Schüler zusammen. Das heißt, wir würden das jetzt hier zum Beispiel einleihen. Da würde man sagen, jetzt zieh mal das Gas raus auf 3000 Touren und wir sinken jetzt einfach erstmal und fliegen dabei aber geradeaus. Und versuch aber mal, das Flugzeug so zu trimmen, dass wir nicht mehr als 500 Fuß sinken. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Nase etwas ziehen und wir trimmen etwas nach, dass wir quasi wirklich so ein 500 Fuß sinken permanent haben. Und so soll er dann einfach die ganze Zeit den Flieger halten. Plus minus 1-200 ist ja klar. Das ist kein Präzisionsanflug, sondern das ist die erste Flugstunde eines Interessenten. Also da auch immer geschmeidig bleiben. Dann schmieden wir zusammen einen Plan, den man natürlich als Lehrer vorschlägt, dass wir jetzt zum Beispiel noch 1-2 Kurven machen und dadurch ein bisschen Höhe abbauen und dann mal schauen, wie weit wir kommen, denn wir müssen am Ende auf diese Platzrundenhöhe sinken, die hier in Oerlinghausen 1600 Fuß beträgt. Und das versuchen wir dann natürlich irgendwie zu erreichen. Und zwar entweder, indem wir halt die Sinkrate erhöhen müssen oder vielleicht auch, indem wir den Sinkflug sogar strecken müssen, indem wir wieder etwas Gas hinzufügen. Und da ist es für den Schüler halt wichtig zu lernen, dass jeder Anflug eben anders ist, ne? Je nach Wetter, je nach Thermik. Das kommt natürlich immer auch auf die Luftdichte, auf den Luftdruck an. Es ist rein theoretisch, auch wenn sich das jetzt blöd anhören mag, aber es ist rein theoretisch immer so ein Gefühlsding und immer ein Gebastel. Also man bastelt sich diesen Anflug so zurecht. Je mehr Flugstunden man irgendwann absolviert, desto besser wird natürlich diese Einschätzung, wie man das Gas benutzen muss. Ob man es nochmal reinschieben muss, ob man es weiter rausziehen muss, wie weit man noch ausholen muss, um eventuell ein bisschen höher abzubauen und so weiter. Das ist alles eine Erfahrungssache, die kann man in der ersten Stunde nicht leisten. Das geht nicht. Da kannst du es noch so gut erklären, das wird der Schüler nicht hinbekommen, denn das ist einfach reine Erfahrung. Ja, und dann erkläre ich dem Schüler im Prinzip einfach nur noch den Einflug in die Platzrunde, wie das funktioniert. Dann fallen nochmal einmal so Begriffe wie Gegenanflug, Queranflug, auch vielleicht, ob es ein rechter Queranflug oder ein rechter Gegenanflug ist. Ich habe aber auch mal ein Video zu Platzrunden gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Verlinke ich euch hier oben. Da erkläre ich euch, wie diese Platzrunde genau funktioniert. Die Landung, die übernehme ich dann wieder. Da kann der Schüler aber auch wieder ganz leicht mit anpacken und kann einfach mal versuchen, wie er möchte. Und dann kann er schon mal mitfühlen. Und ich erkläre da wirklich penibel jeden Schritt. Ich erkläre Benzinpumpe. Warum mache ich die an? Ich erkläre die Klappen. Warum mache ich das? Warum mache ich das zu dem und dem Zeitpunkt? Ich erkläre, warum ich die Nase hochhebe und warum dann dadurch die Geschwindigkeit sinkt. Also ich erkläre das immer wieder und auch nachher in der Ausbildung immer wieder, um das immer weiter zu vertiefen. Und ich sage dem Schüler dann auch irgendwann so, pass mal auf, erzähl du mir doch mal, warum du das alles machst. Und das klappt dann auch hervorragend. Und die schmieden sich dann diesen eigenen Plan, den man ihnen natürlich vorgegeben hat. Halt, ne? So, hier würde man dann in den Platzrundenverkehr einbiegen und landen. Aber das Video endet an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch dieses Video zum Thema Schnupperflug gefallen hat. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch der Content auf dem Channel von Data Mike Heavy
generell gefällt, dann abonniert den Kanal gerne, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer darüber benachrichtigt, wenn ich ein neues Video poste. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three green. Wenn ihr ein retractable Gear habt, nur dann natürlich, manche haben es, manche nicht. Ihr wisst es selbst, bleibt stabil. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao mit V. Denn das habe ich nie im Mund, Alter. In diesem Sinne sage ich, Leute, was sag ich denn dann immer? Ach ja, genau. Queranflug, auch vielleicht, ob es ein linker, also. Ja, was glaube ich für ein Scheiß. Während der, wegen, ja. Joa, easy, ne? Zack.